Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um unseren neuen großen 20-stündigen Einsteigerkurs für die Energiewirtschaft. Wer schon eine Weile dabei ist, weiß, dass wir neben diesen ganzen Videos hier auf YouTube und im Podcast und so weiter, neben diesem ganzen freien Content natürlich auch mit irgendwas Geld verdienen und zwar zum Beispiel mit Online-Kursen und E-Books. Wir haben ja eine eigene Plattform schon seit einer ganzen Weile, n1.de, wo man ein Produkt kaufen kann, sich einloggen kann und dann kann man eben den Online-Kurs durcharbeiten, das E-Book durcharbeiten und so weiter. Das Ganze haben wir bisher mit Digistore24 abgewickelt, ne? Also alles eigentlich ganz schick. Jetzt wird alles neu. Ich sag's euch mal, hier, wer auf n1.de geht, der sieht jetzt, dass die Startseite, die Landingpage, die deutlich schlanker geworden ist, deutlich aufgeräumter, denn hier ist erstmal nur noch ein Produkt zu sehen. Entwarnung, alles, was bisher schon da war, natürlich ist hier oben immer noch das klassische Navigationsmenü, es ist alles immer noch da, keine Sorge. Aber hier ist jetzt eben unser neuer 20-stündiger Online-Kurs und tatsächlich, wir haben es gemacht. Der alte Einsteigerkurs war ja schon etwa 9 Stunden lang, also 9 Stunden Videolaufzeit. Dieser ist jetzt bei knapp 20 Stunden Videolaufzeit gelandet. Es sind irgendwie 19 Stunden und 40 Minuten Netto-Videolaufzeit. Ne? Dazu noch ein PDF-Handout und weitere erklärende Links und so weiter. Also da ist wirklich alles an Content drin, was man braucht, um die Energiewirtschaft zu verstehen. Den haben wir jetzt fertig. Das ist auch so ein bisschen die Erklärung dafür, warum wir in den letzten Wochen, Monaten vergleichsweise wenig Content hier drauf geworfen haben. Ne? Also neben Auftragsproduktion für unsere Kunden machen wir eben zum Beispiel unseren eigenen Content für unsere eigenen Produkte und im Ergebnis haben wir einen phänomenalen 20-Stunden-Kurs geschaffen. Hier ist dann auch der Link so zum Shop, ne? Das führt dann auf unsere eigene Webseite. Wir machen jetzt nämlich wieder unsere eigene E-Commerce-Abwicklung. Wir nutzen also nicht mehr Digistore24. Keine Sorge, alle bisherigen Käufe werden umgezogen, beziehungsweise sind ja bereits umgezogen, denn Digistore war ja nur der Zahlungsabwickler. Und das machen wir jetzt praktisch wieder selbst, beziehungsweise ich zeige euch gleich, was wir für Möglichkeiten dann haben. Aber alle Käufe haben ja sowieso einen Benutzer auf unserem Portal, auf unserer Plattform erzeugt. Und diese Benutzer bleiben ja auch einfach. Denen ordne ich nur das neue Produkt zu, auf unserer auch neuen Software. Und das zeige ich euch auch gleich. Ich bin so stolz darauf. Wir haben jetzt erstmals ein echtes Learning-Management-System. In der Vergangenheit war das alles simuliert. Ne? Muss ich ganz offen zugeben, das war niemals ein echtes E-Learning-System. Das habe ich halt ein bisschen hin und her gebastelt, dass es so in etwa funktioniert hat. Jetzt haben wir echte Möglichkeiten nachzuvollziehen, also für euch als Lerner nachzuvollziehen, wann ihr was wie gelernt habt, wie gut eure Performance ist, was euch noch fehlt und so weiter und so fort. Zeige ich euch gleich. Hier kommt dann jedenfalls das Produkt, ne? Also wie so klassischerweise in einem Online-Shop. Und natürlich sieht man jetzt hier auch schon so einen Preis. Das ist jetzt schon der Bruttopreis. Und als Privatperson wird man sich denken, huiuiui, das ist ganz schön teuer. Es ist auch ein bisschen teurer als der alte, weil er ja auch deutlich länger ist. Aber wer in der Branche ist und gerade als Firmenkunde sagt, ich hätte gerne 20 Stunden Lerncontent, das ist dann typischerweise eine Seminarreihe von, sagen wir mal, 3 Tagen, naja, das kostet, sagen wir mal, das Fünffache davon oder was auch immer, aber deutlich, 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 deutlich mehr. Also das hier ist ja nicht mal ein halber Tagessatz von mir, wenn ich ein Seminar durchführe. Aber hierhinter stecken es eben auch ein Zugang auf über 20 Stunden Videomaterial, die ich exklusiv für diese meine eigene Plattform eingesprochen habe. Also, naja, also das lohnt sich sowas von. Und wir werden gleich noch sehen, es gibt ein paar Zahlungsmöglichkeiten, die das so ein bisschen entlasten. Also, wie halt überall so ein Produkt und ein Warenkorb und hier sieht man auch schon so ein bisschen PayPal und noch später bezahlen und hier steht auch was von mehreren monatlichen Raten, alles klar, da gibt es also Möglichkeiten. Wenn ihr ein bisschen runterscrollt, sieht man hier noch so ein paar Produktbilder, ne? Das sind also so Videos, wo ich dann so zum Beispiel zu sehen bin oder dann so Videos, wo ich so in der Ecke bin und halt einen Foliensatz erkläre. Wir haben ungefähr 700 Folien da drin gehabt, also das ist schon echt heftig. Jetzt will ich mal kurz hier das Bild wechseln, genau das bin ich hier oben, denn ihr könnt jetzt hier unten sehen, dass wir natürlich auch so verschiedene Einstellungen haben, die notwendig sind, wie Geschwindigkeit kann angepasst werden oder die Videoqualität kann angepasst werden. Wir haben auch so schöne Grafiken einfach mal reingebaut hier und da, dass einfach der Lernerfolg möglichst einfach ist. Hier wird ein Kraftwerk zum Beispiel, ein Heizkraftwerk erklärt. Und ihr seht auch hier unten so, ne, in die nächste Lektion springen, diese Lektion als erledigt markieren etc. Es gibt dann Übungen wie hier, ne, bewerte so und so, ne, einfach ja richtig oder nein falsch.
oder eben mehrere Multiple-Choice-Möglichkeiten oder hier sowas wie ordne die Reihenfolge an. Wir haben verschiedene Quiz-Varianten jetzt eingebaut, da kommt auch noch mehr, da werden wir noch ganz kreativ. Also wir werden auch dieses Produkt, diesen Kurs immer weiter wachsen lassen. Es gibt dann auch so Notifications oben rechts in der Ecke. Hey, du hast das Quiz jetzt geschafft und dann ist hier auch die Auswertung, ne? 2 Minuten gebraucht und alles richtig gehabt und dementsprechend toll gewesen. Und wir sehen auch gleich noch, dass es viel, viel mehr Auswertungsmöglichkeiten auch noch gibt. Hier unten ist dann die gesamte Inhaltsstruktur. Ne? Also wer sich mal anschauen will, was hinter diesen 171 Videos steckt, der kann sich hier die Überschriften anschauen. Und hinten auch die jeweilige Laufzeit. Das ist jetzt noch nicht hübsch, aber darum geht es ja auch nicht unbedingt. Der Content ist da, der ist super. Und die Website an sich wird halt mit jedem Tag noch ein bisschen hübscher. Wenn ihr das dann gekauft habt, und wir zeigen gleich nochmal den Kaufprozess, dann habt ihr dann nachher so euer neues Dashboard, ne, wo dann erstmal so steht, was man so alles machen kann. Ne, auch so die letzten Bestellungen und Downloads sich anschauen. Da könnten auch Rechnungen dann zu sehen sein. Ihr könnt eure Rechnungsadresse und Lieferadresse hier zum Beispiel ändern und dann sowas wie Kontodetails da, nochmal Name, E-Mail-Adresse, Passwort ändern, ne, alles da. Meine Kurse, dann sehe ich hier meine Kurse, die ich bisher habe, in die ich eingeschrieben bin. Das sind dann bestenfalls mehrere nebeneinander, wenn die alle noch umgezogen sind. Und wir haben noch so ein paar echt tolle Online-Kurse, die wir jetzt fertig produzieren, die kommen dann auch bald online. Also wir werden dieses Jahr die Energiewirtschaft nochmal komplett revolutionieren, was die Weiterbildungsmöglichkeiten angeht. Und ihr seht auch hier schon so einen kleinen Fortschrittsbalken. Ich bin hier natürlich mit dem User noch ganz am Anfang. Ist auch ganz okay. Hier kann man dann abspringen auf das Produkt. Ne? Also hier würde ich dann abspringen in den Kurs selbst. Dann so My Grades, das wird noch übersetzt. Das steht hier halt für meine Noten. Da sehen wir ja, ne? Ich bin erst bei 1,5%, habe auch noch keine Übungen mit diesem User gemacht. Aber hier könnte ich dann auch abspringen in eine weitere Auswertung, wo ich dann sehe, was habe ich wann eigentlich gemacht, ne? Welche Quiz habe ich schon bestanden, hier noch gar nichts. Und hier kann ich aber auch abspringen in die Lektion direkt rein. Was ist Energie? Hier kann ich draufklicken, bin in der Lektion. Hier kann ich das Quiz starten. Wer also lieber mit so einer Struktur hier arbeiten will, kann das sehr gerne machen. Und das Schöne ist halt auch, wenn man das dann hier ausgefüllt hat, dann steckt dahinter dann natürlich auch eine tolle Tabelle, die den eigenen Lernerfolg beschreibt. Ne, ihr seht ja, wie viel Content das hier ist. Dann hier unten ein Download, da kommt dann eine PDF raus. Die ist, ich meine, 11 Seiten lang, 11 A4-Seiten Auswertung über diesen Online-Kurs. Und das könnt ihr zum Beispiel auch für eure Weiterbildungsabteilung, für eure Akademie, für eure Personalabteilung super toll sein, um euren persönlichen Weiterbildungserfolg auch nochmal nachweisen zu können. Also das ist ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu dem, was wir bisher so gemacht haben. Wir haben auch so kleine Notifications wie, hey, du hast eine Lektion abgeschlossen oder hier, du wurdest eingeschrieben, Lektion abgeschlossen und dann eine ganze Sektion abgeschlossen. Das ist dann das Gesamtkapitel. Und dann, ja, wenn man sich an sich jetzt diesen Kurs mal anschauen will, dann ist da hier so eine Gesamtansicht. Was ist da jeweils drin? Ja, Willkommen, Energie, Historie, Marktliberalisierung, Marktrollen, Stammdaten, Wertschöpfungskette, Rahmenbedingungen, Edifact, Energiedatenmanagement, Energiehandel, Energiebilanzierung, Digitalisierung, Gerätewirtschaft, Marktkommunikation, Energienetze, Redispatch 2.0, Energiewende, erneuerbare Energien, Energiespeicher, Elektromobilität, Mieter, Strom, Smart City, Energieeffizienz, Energieforschung, Gasversorgung, Fernwärme, Fernkälte, Wasser, Abwasser und Abschluss. Und hier ist dann auch das Abschlusszertifikat, soweit es freigeschaltet ist. Nach allen Übungen, alle 27 Übungen müssen bestanden sein und dann kriegt man das Zertifikat. Wenn man dann in so ein Kapitel reinspringt, ne, dann ist dann zum Beispiel so ein Begrüßungsvideo, wo ich, mache das mal leiser, nicht, dass ich euch anschreie. Da erkläre ich jetzt zum Beispiel, hey, das ist der Inhalt dieses Kapitels, ja, kann man auch ein bisschen physikalischen Sinn beschleunigen oder wieder langsamer machen, man kann die Qualität ändern, man kann ins Vollbild gehen, je nachdem, was man eben machen möchte, ne? Und danach sagen, okay, ich will jetzt die nächste Lektion oder die vorige oder hey, ich würde dieses Video, diesen Kapitelteil als erledigt markieren und dann ist er eben auch nachher in dieser Übersicht, die wir gerade gesehen haben, als erledigt markiert. Ja, dann gibt es auch so andere Sachen wie hier, die Kraftwerkserklärung. Ein weiterer wichtiger auch so laut. Ich mach's mal ganz leise. Oder mach ich mal stumm. Dann gibt es da halt hier auch so die Darstellung, okay, hier ist dann halt das Kraftwerk ein bisschen genauer beschrieben. Ja, dann sind wir ein bisschen weitergekommen. Dann noch ein bisschen weitergekommen. Ne? Und dann bin ich immer noch hier oben in der Ecke und erzähle, wie das alles so funktioniert. Wie gesagt, das ist doch eigentlich schon mal eine schöne Möglichkeit. Wenn es ergänzendes Material gibt, dann ist das hier unten noch einfach drunter mit verlinkt.
Das sind dann nochmal Grafiken oder Absprünge auf die Bundesnetzagentur oder was auch immer. Das lebt auch noch, das wird auch sich ständig erweitern. Wenn es mal was Neues gibt, dann packen wir das da einfach drunter oder dann gibt es noch Ergänzungsvideos. Dieser Kurs wird leben. Ja, und wenn man dann soweit ist und sagt, okay, ich will jetzt hier tatsächlich weitergehen und möchte dieses Kapitel oder diese Sektion jetzt abschließen, ne, dann komme ich eben zu diesem Quiz, kann dann sagen, alles klar, ich starte das Quiz, ich mache das jetzt und so weiter. Also viele schöne Möglichkeiten, um hiermit zu arbeiten. Das ist dann schlussendlich unser großer Online-Kurs, der doch eine ganze Menge Content mit sich bringt. Ich will euch jetzt aber nur noch mal zeigen, wie das ist mit dem Kaufen selbst, weil wir haben ja bisher mit Digistore gearbeitet. Das heißt, ihr seid dann ja abgesprungen, habt bei Digistore bezahlt und dann habt ihr den Zugang bekommen. Das wird jetzt alles über uns selbst wieder laufen, wie ganz am Anfang mal. Also wer von Anfang an dabei ist, wird sich vielleicht noch erinnern, dass wir damals schon eine eigene Plattform hatten, das war Carsten.energy, wo wir eben auch über eine eigene E-Commerce-Möglichkeit dann die Zugänge generiert haben. Na, also wenn man dann jetzt hier sagt, hier bin ich jetzt gerade nämlich nicht eingeloggt, okay, das ist jetzt das Ding, was ich kaufen will, ich packe mir den in den Warenkorb, dann funktioniert das ganz genauso, wie man es auf anderen Plattformen kennt. Ne? Ich springe dann in den Warenkorb ab, ne? Es wurde also reingefügt, ich springe drauf ab. Und dann haben wir hier nochmal die Übersicht. Ich kann jetzt auch noch die anderen E-Books, sobald die umgezogen sind, da reinpacken. Ich kann andere Kurse reinpacken, eben je nachdem, was ich so brauche und will. Hier könnte ich einen Gutschein anwenden. Das ist dann vielleicht so ein Thema für Studierende. Wenn ihr sagt, ihr könnt euch das einfach auf gar keinen Fall leisten, auch nicht mit der Ratenzahlung, dann schreibt mir als Studierender einfach mal über das Kontaktformular, was auf der Seite dann auch ist, einen Hinweis und dann finden wir eine Lösung. Vielleicht kriegt ihr einen Gutschein. Zwinker, zwinker. Okay, wenn ihr dann soweit hier seid und sagt, okay, das ist genau das, was ich haben will, weiter zur Kasse. Oder man könnte es hier auch abkürzen und PayPal direkt nutzen. Aber ich will euch natürlich mal zeigen, was wir noch alles für Möglichkeiten haben. Na, Rechnungsdetails, ich gebe erstmal alles ein. Wer bin ich? Firmenname, falls noch irgendwas weiter wichtig wäre. Und dann hier unten Zahlungsart auswählen. Dann sehen wir hier schon PayPal. Und wenn man PayPal auswählt und hier weiter runter scrollt, ha, später bezahlen, das ist die Ratenzahlung. SEPA-Lastschrift über PayPal. Giropay über PayPal und auch Sofortüberweisung von Klarna über PayPal. Die organisieren also hier diese komplette Zahlungsabwicklung mit diesen sehr, sehr komfortablen Möglichkeiten. Wir haben auch noch hier die Möglichkeit der Kreditkarte. Da auch der Hinweis, die Kreditkartenabwicklung bei uns ist auch über PayPal. Wir selbst nutzen jetzt also PayPal als unseren Zahlungsdienstleister und dementsprechend wird es auch über die abgewickelt. Wir haben natürlich ein SSL-Zertifikat auf unserer Seite. Die Daten werden verschlüsselt übertragen. Keine Sorge, achtet einfach darauf, dass keiner auf euren Bildschirm guckt, wenn ihr was eingibt. Und dann ist auch alles schön. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit der Rechnung. Das wird also auch so laufen, gerade für Stadtwerke, die sich sagen, das andere ist jetzt zu 21. Jahrhundert, soweit sind wir noch nicht. Rechnung einfach hier weiter ausfüllen, dann wird die bitteschön innerhalb der 14 Tage bezahlt und ist auch alles schön. Wer nochmal ein explizites Angebot über Angebotswesen braucht, auch da einfach eine Nachricht über das Kontaktformular schicken, dann werden wir das organisieren. Absprünge auf AGB, Widerrufsbestimmung, Datenschutzbestimmungen sind natürlich da, auch hier unten nochmal verlinkt. Alles genauso, wie man es ansonsten kennen würde. Auf anderen Online-Plattformen, wenn es noch einen Gutschein gibt, mit eingeben. Und dann ist doch alles schön. Das ist unser neuer Online-Kurs. Einsteiger-Online-Kurs für die Energiewirtschaft. Wir haben da einen exklusiven, unglaublich breiten Inhalt geschaffen, der auch eine gewisse Tiefe erreicht, die man natürlich auf YouTube oder auch mit unseren sehr, sehr günstigen Beginnerkursen nicht erreichen kann. Ne? Also 20 Stunden, das ist einerseits ungesehen, dann ist das auf dem Erklärduktus, den wir auch hier auf YouTube haben, also wirklich die komplexesten Sachverhalte möglichst einfach runterbrechen. Und dazu gibt es ja einen Foliensatz, dazu gibt es nochmal ein PDF-Handout und weitere Links und man kann zurückspulen, man kann beschleunigen, man kann mich aber auch langsamer sprechen lassen. Also es gibt viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Die Übungen, die Quizze können gemacht werden. Und wie gesagt, es gibt noch ein Fragenforum. Es gab es auch schon früher, das wurde auch nie genutzt.
Also irgendwie gibt es keine inhaltlichen Fragen, aber wir werden das jetzt aus meinem Team heraus noch ein bisschen weiter betreuen und einfach auch aktiv da Content reinwerfen, immer mal was Aktuelles reinwerfen, um da mehr Leben reinzubringen. Das Schöne ist halt, wir werden jetzt eher erstmals ein echtes Learning-Management-System haben. Das war ja bisher alles so gebastelt und war kein echtes E-Learning. Jetzt haben wir ein richtiges Learning-Management-System und da gibt es auch noch andere Möglichkeiten des Austauschs untereinander, sodass man da eigentlich wirklich eine tolle Lernerfahrung schaffen kann, die es so nicht nochmal gibt. Und auch da einfach nochmal zum Schluss der Hinweis, ne, diese 700 Euro für diesen Online-Kurs, das ist für die Privatperson viel, deswegen gibt es Ratenzahlungsmöglichkeiten und für Studierende zum Beispiel mache ich auch Gutscheine. Aber wenn man aus der Branche kommt, weiß man, das ist für 20 Stunden Lernerfahrung überhaupt kein Preis. Also eigentlich müsste ich viel, viel mehr verlangen, aber ich möchte ja auch, dass diese Branche vorankommt und dass die Wissensvermittlung in dieser Branche ein bisschen niedrigschwelliger wird. Und damit dürfte es für niemanden eine Hürde sein, wenn er als Unternehmen auftritt, hier eine Weiterbildung bei uns kaufen zu wollen. Vor allem mit dem weiteren Material, mit diesen Nachweisen, wie gesagt, 11 Seiten Auswertung, wann ich was wie gelernt habe, das wird jedem entlang seiner Weiterbildung, Ausbildung, seines Quereinstiegs helfen können. Okay. Soweit dazu. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, Diskussionspunkte, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos hier auf dem Kanal nicht verpasst. Wir haben jetzt die Produktion fertig gemacht. Wahrscheinlich gibt es jetzt wieder ein paar mehr Videos auf YouTube und im Spotify-Podcast und so weiter. Na klar. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.